drehe gerade das dritte Video, ohne dabei reinzugucken, ob alles gut geworden ist. Ich hoffe, dass alles gut geworden ist. Ja, ich war vorhin bei DM und ich dachte, es wird mal wieder Zeit für ein DM-Haul. Und ein bisschen was von Rossmann habe ich auch dabei. Und wenn ihr auf solche Art der Videos steht, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Genau, viel Spaß bei dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Nastja und ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Hier dreht sich auch alles um Beauty, Fashion und Lifestyle. Und ja, wenn dir am Ende des Videos das Video gefällt, dann würde ich mich auch natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, wie gesagt, habe ich das gerade gesagt, gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Ich bin eigentlich wegen einer Sache nach DM gefahren, aber es hat ausgeartet in eine Riesentüte. Irgendwie sind mir noch 1000 Sachen eingefallen und ich dachte, wenn ich schon so viel einkaufen muss, dann gebe ich sie bei DM aus, weil ich nämlich Punktesammlerin bin. Ich sammle Punkte, Payback-Punkte, schon seit geraumer Zeit und es macht einfach Spaß. Du kannst über Payback-Punkte eigentlich viele Sachen kostenlos dann bekommen. Es rentiert sich tatsächlich, es nicht auszahlen zu lassen, sondern sie einzulösen gegen Gegenstände. Also das ist meine Empfehlung für euch. Ich habe schon zum Beispiel Koffer über die Payback-Punkte geholt, WMF-Produkte habe ich mir geholt, dann zweimal die Vogue-Abo. Also wenn man bedenkt, dass die Vogue 8 Euro kostet, ist das rentabel. Und das Beste ist, wenn das Jahr rum ist, also du kannst Halbjahres-Abo oder Jahres-Abo machen. Wenn das Jahr rum ist, musst du sie nicht kündigen oder so. Du hast keinen Stress hinterher. Wenn du die dann weiterhin haben willst, musst du die halt nochmal einlösen, wenn du genug Payback-Punkte hast. Ja, aber mittlerweile kaufe ich sie so, weil manche Ausgaben interessieren mich irgendwie gar nicht so. Oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall habe ich das so gemacht. Und deswegen sammle ich immer ganz gerne Punkte. Und es gab irgendwie 40-fach oder 33-fach Punkte und so viel. Am Ende, da habe ich über 1000, oh, ich habe mein Handy gar nicht dabei, irgendwas über 1500 Punkte gesammelt mit einem Einkauf. Das ist die gute Tüte. Hier sieht sie schwer. Abgesehen von der Tüte habe ich noch Klopapier und Küchenrolle gekauft. Das habe ich aber jetzt unten. Und das ist jetzt keine Tüte von Rossmann. Das ist alles, was ich bei Rossmann gekauft habe. Genau. Also, ich schätze mal, ich sollte mal direkt loslegen. Ich habe so gut wie keine Schminke gekauft. Ich habe nur eine Wimperntusche gekauft. Und das war's. Die Schminke juckt mich irgendwie überhaupt nicht mit momentan. Es gibt einfach nichts, was mich so total flasht an Schminke. Da war bei Rossmann eine Palette von Revolution. Die sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber irgendwie habe ich gedacht, nee, so sehr gefällt die mir jetzt auch nicht, deswegen habe ich mir die nicht geholt. Wie gesagt, ich habe am Ende nur eine Wimperntusche geholt. Sehr viele Haushaltprodukte habe ich geholt, das kann ich euch schon mal sagen. Und ich weiß, in einem DM-Haul hat eine Zuschauerin drunter geschrieben, sie würde gerne auch Haushaltssachen mal sehen. Das Problem ist, dass ich diese Haushaltssachen immer gleich verteile, immer gleich wegstelle und so. Und deswegen ist das bei mir sehr, sehr selten. Aber diesmal habe ich gedacht, komm, ich bin geschminkt, ich habe frei. Ich zeige euch das einfach mal. Und draußen brät gerade ein Gewitter aus. Ich denke mal, ihr könnt das vielleicht hören. Naja, okay. Ich glaube, nach dem Video muss ich... Achso, mein Ventilator ist an, falls ihr den hören könnt. Und meine Haare in Wind wehen. Fangen wir einfach mal an. Ich habe einmal Oatly Hafer Barista gekauft. Ich kaufe eigentlich am liebsten das von Alpro Kokosnuss Milch Barista. Das ist, glaube ich, für mich die beste. Die beste Alternativ-Barista-Milch von allen. Es gibt noch, ich glaube, Happier. Die gab es früher bei Rewe, also bei uns auf jeden Fall. Jetzt gibt es die nicht. Jetzt gibt es die nur noch online und das finde ich ein bisschen schade, weil die war richtig gut. Die ist nämlich auf Erbsenprotein und ja, das ist das Geilste, was es eigentlich geben kann. Und ja, hier ist halt Hafer und was anderes kenne ich gar nicht so. Und wie gesagt, die von Alpro. Heißt die Alpro? Die Kokosnuss Hafer Barista. Ich finde, da ist die Sahne am steifsten, muss ich sagen. Ja, und wie gesagt, Happier. Das war auch ganz gut. Aber das war so, das kaufe ich halt auch mit. Zwar nicht so gerne. Wie gesagt, ich habe es am liebsten Happier oder Alpro Kokosnuss. Aber das geht eigentlich auch. Aber ich finde das von Alpro viel, viel besser. Übrigens trinke ich schon seit Jahren nur Alternativmilch. Das Einzige, wo ich noch Milch trinke, ist in den Kelloggs mit dem Tiger. Kelloggs Frosties, die mit dem Tiger. Also die mag ich am liebsten. Das sind die einzigen, die ich esse. Momentan
morgens, mittags, abends, ich weiß nicht warum, aber ich bin da voll scharf drauf und das ist das Einzige, wo ich noch Milch zu mir nehme. Sonst esse ich überhaupt keine Milchprodukte mehr so an sich. Nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern eher mehr, also auch, aber eher mehr, weil es mir nicht schmeckt. Also mir hat Joghurt noch nie geschmeckt, mir hat auch Quark noch nie geschmeckt, Milch an sich auch nie. Also deswegen, weiß nicht, Käse bin ich auch nicht immer zu haben, also selten eher, ja. Hat sich so einfach ergeben, weil es mir einfach nicht schmeckt eher. Also auch aus gesundlichen Gründen und weil es mir eher weniger schmeckt. Ja. Dann habe ich einmal Hygienespüler gekauft von Denkmit. Ich habe irgendwie Probleme mit dem Licht, ne? Es ist immer überbelichtet. Wenn Sonne scheint, dann ist es unterbelichtet und egal. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem was sehen. Ja, Denkmit. Das von Sekrotan finde ich gut. Aber als ich meinen Korb angeschaut habe, meinen Einkaufswagen, dachte ich, oh je, das wird teuer wieder. Deswegen habe ich eher so für die günstigere Alternative geguckt. Ich wollte einfach jetzt nicht wieder über 100 Euro ausgeben. Deswegen habe ich mich für diese günstige Alternative entschieden. Ich benutze das aber nur bei Bettwäsche und Handtüchern und so. Bei Bettwäsche benutze ich das wegen den Hundehaaren, weil die Hunde bei uns im Bett mitschlafen. Es stellt sich alle so vor, dass die jetzt bei uns so zwischen unserem Kopf Luna ist. So, die muss man immer ganz oft wegschicken. Aber sonst schlafen die am Fußende oder der Sunny schläft gerne eher lieber auf dem Boden. Der kommt zwar ab und zu hoch, aber dann geht er auch viel schnell hoch. Also eigentlich nur wegen Luna. Und deswegen wasche ich das Zeug eigentlich meistens bei 95 Grad und mit einem Hygienespüler. Genau. Übrigens gibt es auch von Sekrotan Waschmittel. Das habe ich jetzt aber nicht gekauft, weil es kostet irgendwas knappe 6 Euro. Ich fand das ziemlich teuer. Und weil ich jetzt momentan so viel Spülmittel und Waschmittel habe, habe ich gedacht, nee, kaufe ich mir vielleicht nächstes Mal. Dann greife einfach in die Tüte, das wird wahrscheinlich ohne System, habe ich mir neue Pinsel von Essence gekauft, weil die eben reduziert sind. Das sind Augenpinsel und das reicht mir. Ich finde, Augenpinsel habe ich irgendwie viel zu wenig. Und da ist auch noch so ein Ständer dabei. Ich sage, okay, für 7 Euro, 7,5 Euro, 7,45 passt das eigentlich voll gut. Kann man nichts falsch machen. Ich hoffe, die Qualität ist gut. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Ich war schon ewig nicht mehr bei DM, weil so diese Gesichtssachen und so, die kaufe ich mir auch, keine Ahnung, wenn wir einkaufen gehen oder so. Deswegen, also diese von Garnier, die Gesichtssachen da, die ich immer kaufe. Okay, also ihr könnt, das sind ganz normale Gesichtspinsel. Ich finde, von dem kann man irgendwie nicht genug haben. So kann man es besser sehen, ne? Und mit so einem Ständer halt dabei. Oh, das war ja dran geklebt. Wer macht so einen Blödsinn? Jetzt habe ich hier so einen Fleck dabei, ne? Oh je. Naja. Da ist eine Augenbrauenpinsel. Dieses abgeschreckte, aber die benutze ich ganz oft. Ganz oft, um Eyeliner zu, als Eyeliner-Pinsel. Ich finde das irgendwie am besten. Dann haben wir hier Verblendungspinsel. So ein kürzeres Verblendungspinsel. Da kommt so Staub raus. Oh wow, okay. Kürzeres Verblendungspinsel. Dann haben wir hier so ein Stiftpinsel. Kann man das so ein bisschen sehen von hier? Hoffentlich schon. Dann noch so einen abgeschrägten Pinsel, ne? Auch so, ja, Augenbrauenstift oder Wimpern. Also Augen, also die meisten benutzen das wahrscheinlich eher für Augenbrauen, aber das ist ja eigentlich Wimperntuschestift eigentlich. Und so ein Fächerpinsel, ich denke mal, um Highlighter aufzutragen, benutze ich eher gerne, aber es ist ja eigentlich ein Pinsel für, um Masken aufzutragen, ne? Und halt so ein Ständer dabei, ne? Also es ist ein ganz guter Preis gewesen dafür, dass es 7,5 Euro gekostet hat mit so einem Ständer. Mal gucken, vielleicht bewahre ich da auch Stifte auf oder keine Ahnung. Dann habe ich einen Vorteilungspack Kokedent Reiniger geholt. Jetzt fragt ihr euch warum, weil es gibt, mein Mann hat im Internet so einen Tipp bekommen und zwar die einfach über Nacht in das Klo reinzuwerfen und einwirken lassen und dann einfach abspülen und das funktioniert, Leute. Deswegen kaufe ich die einfach als Reinigungsmittel für die Toilette. Das funktioniert wirklich, das löst die ganzen Ablagerungen und so weiter und so fort. Also deswegen kann ich euch das ans Herz legen, das auch mal bei sich zu Hause zu testen. Spart euch einiges, wirklich. Das löst wirklich die ganzen, ne, wir werfen da immer nur ein Dings rein oder zwei, je nachdem. Und ja, funktioniert super.
könnte jetzt sagen, ne? Schnell tiefe Reinigung in nur 3 Minuten, sichtbar und gründlich entfernt Verfärbung, Zahnbelege und 99,9% der Bakterien, frisch, tägliche Frische mit Eukalyptus und Menthol. Kann ich euch nur empfehlen, das mal auszutesten, einfach Klo werfen, über Nacht einwirken lassen und einfach abspülen. Das sind insgesamt 3 Packungen in so welchen und dann halt sowas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Und wir haben ja 3 Toiletten und ich lege das dann halt überall aus, damit man da halt immer zwischendurch was reinwirft und dann mal ein Haushaltstipp von mir. Dann habe ich Spülmaschinensalz gekauft, auch wieder von Denkmit. Und kaufe ich meistens. Ich finde das von Vanish ein bisschen besser irgendwie, aber Denkmit tut auch ganz gut. Dann habe ich hier Allzweckreiniger für alles drum dran, fürs Bad und so von Frosch gekauft. Habe ich mir jetzt eigentlich, also ein Allzweckreiniger nur, ich dachte, das wäre ein Badreiniger. Ah, okay, das ist einfach ein Allzweckreiniger mit Soda von Frosch. Dann habe ich jetzt einige Reiniger gekauft, habe ich ein, das ist Badreiniger von Sacrotan, habe ich mir auch gekauft. Das habe ich noch nie gehabt, ich probiere das mal aus und sag Bescheid. Wirksam gegen SARS-CoV-2 Covid-19 Virus. Ich weiß nicht, warum man das da drauf schreiben soll, weil man hat doch eigentlich gesagt, dass diese Bakterien auf Gegenstände und so weiter nicht überleben können. Dass sie eigentlich sehr schnell verschwinden. Ich finde das komisch irgendwie. Okay. Dann habe ich hier Sidolin Glasreiniger. Ich finde Sidolin am allerbesten von allen Glasreinigern, die ich jemals hatte. Und deswegen kaufe ich das auch immer. Das ist wirklich streifenfrei. Wirklich. Dann habe ich ein paar Deos gekocht, weil es Punkte drauf gab. Habe mir von Far wieder geholt. Ich mag ja das Luxury Moments, aber diesmal habe ich Pink Passion und Glamour Moments geholt, weil hier steht 48 Stunden. Das sind die einzigen 2 gewesen, wo 48 Stunden drauf stand. Ich dachte, okay, vielleicht ist das eine neue Formulierung oder sowas. Deswegen habe ich die jetzt gekauft und guck mal, ob das wirklich gut ist. Ne? Also einmal Pink Passion und Glamorous Moments. Ne? Dann habe ich noch meine Creme nachgekauft, Gesichtscreme von Garnier, die ich sonst immer kaufe. Ja, ihr kennt die ja schon 1000 Mal gesehen. Dann Spülmaschinenreiniger, auch wieder von Denkmit, habe ich jetzt ein paar Mal gehabt. Finde ich nicht schlecht, muss nicht unbedingt jetzt die teure Vision kaufen, die von Vanish, glaube ich, ist das auch. Die reicht mir auch schon aus, die ist auch nicht schlecht. Weiß nicht, ob ihr das wisst, wie man das benutzt, für alle, die es nicht wissen. Man hat eine leere Maschine, man macht das ab, hier so ein Sticker hier und dann tut man das einfach in die Maschine reinstellen und anmachen, das war's. Und dann, wenn es fertig ist, hat man halt eine leere Packung drin. Ja. Dann habe ich mir Kaisernatron geholt. Ich habe jetzt einige Sachen gehört und schon jahrelang immer wieder gehört, dass Natron eigentlich voll gut ist gegen viele Sachen. Ich muss nochmal googeln, wogegen man das machen kann. Also entsäuert Früchte und verfeinert Speisen, enthärtet Tee, Kaffee und Trinkwasser, ersetzt Backpulver in Kuchen und Gebäck, bewahrt die natürliche Farbe beim Kochen von Obst und Gemüse. Ja, da gibt es halt wirklich viele Tipps, was man damit machen kann. Natron, es soll wohl auch sehr, sehr gesund sein, auch ne, zum Putzen oder auch für dich irgendwie oder für Haare oder keine Ahnung. Muss ich nochmal gucken. So, dann habe ich ganz viel WC-Ente gekauft. Ich hatte sie schon vor Jahren gehabt, wirklich vor Jahren gehabt. Und ich habe mich jetzt nochmal dafür entschieden, weil man hat nicht dieses Plastik im Klo immer hängen. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde das irgendwie am hygienischsten, weiß nicht. Wir benutzen nicht so oft diese Duftsteine, die hängen dann einfach irgendwann leer, wir setzen die fast gar nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme lieber die hier jetzt mal, dann hängt, wenn es dann leer ist, hängt da nichts mehr dran. Ne? Deswegen habe ich gedacht, ich nehme die und wie gesagt, ich hatte die schon vor Jahren gehabt. Ich habe jetzt 2 Packungen geholt, einmal für obere Toilette und einmal für untere Toilette. Das putzt nämlich die Toilette auch mit, das Zeug. Oh, aber ich habe das schon ewig nicht mehr benutzt. Ja, da steckt man irgendwie so rein. Oder wie war das denn? Ich muss nochmal gucken. Ja, da steckt man. Wie macht man das denn? Eigentlich so, oder? Ich glaube, so tut man das da rein. Und dann drückt man dann immer bis hierhin halt. Das sind so Markierungen sozusagen. Man drückt halt bis dahin. Und dann weiß man, okay,
diese Menge reicht aus und dann, wenn es leer ist, dann drückt man wieder und wieder und wieder halt, bis es, das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dosierungen. Das ist viel mehr, als wenn man diesen Stein da aufhängt. Und wie gesagt, man hat dann in der Toilette nichts hängen. Und wie gesagt, ich habe zwei geholt, einmal für oben, einmal für unten. Und ich habe noch Nachfüllpacks geholt. Einmal Fresh Limone. Hier verhindert Kalkablagerung. Das sind, glaube ich, sogar 12 Gel-WC-Steine. Ich glaube, das sind sogar, das sind zwei Dinger, ne? Habe ich mir noch geholt. Einmal in der Duftrichtung und einmal Lotus Flower mit Mint noch geholt. Wow. Dann habe ich noch für meinen Mandeus geholt. Er benutzt das von Rexona, aber nur die goldene, weil die goldene am besten sind. Er hat gesagt, er riecht immer noch ab. Also der sprüht einmal oder zweimal drauf und der ist am Abend immer noch frisch. Und wir haben jetzt schon einige Deos ausprobiert und er sagt, das sind immer noch die besten. Ne? Ich habe ja sehr viel weiße Klamotten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, aber ich habe ziemlich viele weiße Klamotten, weiße Kleider, weiße Hemden und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mir ein paar Sachen für Weißwäsche geholt. Also ich hatte einmal von dem einmal gehabt. Das ist eine Tüte. Man legt das halt in, verstreut das halt in Wasser und dann legt man die Klamotten da ein. Beutelinhalt, also zum, für die Waschmaschine eigentlich kann man das eingeben. Hier steht Beutelinhalt zum Waschmittel in die Waschken geben oder zum Einweichen. Beutelinhalt und Waschmittel in 7 Liter warmem Wasser auflösen, Wäsche mindestens eine Stunde einlegen, danach wie gewohnt waschen. Und das mache ich halt damit, ne? Ja, ich hoffe, ihr habt was gesehen. dann habe ich so Wäsche-Weißtücher, die man halt mit in den Trommel wirft. Habe ich noch gekauft, auch von Denk mit. Dann habe ich noch von Dr. Beckmann 2 plus 1 Beutel extra, also 3 Wäschen, superweiß, strandweiße Wäsche gekauft. Ne? Also das, was man mit in die Trommel reinwirft. Ne? Und dann kann man den Beutel einfach wegschmeißen, wenn man fertig ist. Und dann hat mir eine beim letzten DM-Haul bei Instagram geschrieben. Also ich habe den letzten DM-Haul bei Instagram gemacht. Folgt mir auch gerne dort. Dann hat sie gesagt, von Denk mit. Das sind richtig, richtig gute Sachen für Weißwäsche. Und deswegen habe ich ihren Rat gefolgt und habe ihr das nachgekauft. Einmal von Denk mit Weißwäsche. Und da steht auch mit dreifacher Weißkraft. Beseitigt Grauschleier und Gelb. Für strahlend weiße Wäsche bereits ab 30 Grad. Habe ich halt gekauft von Denk mit. Und auch da habe ich Wäsche-Weißtücher auch mitgekauft für die Trommel halt. Ne? Bin mal gespannt. Da sind 20 Stück übrigens, steht da drauf. Okay, und wie viel sind hier drin? Ah, die sind, das sind 3 Stück, die sind auch schwer, die sind gefüllt. Ah, okay, das sind einfach nur Tücher, glaube ich, oder? Ja, das sind einfach nur Tücher und das sind Beutel, die gefüllt sind. Vielleicht ist ja beides gut. Dann habe ich von Denk mit Spülmaschinenreiniger. Das sind so welche, die kann man ganz normal zum Spülgang dazulegen. Also Spülmaschine befüllen, Waschmittel, also Spülmittel rein und dann die mit reinwerfen. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal nachgekauft. Also zum Vorbeugen ist das gar nicht so schlecht. Ja, kaufe ich auch ganz gerne. Gibt es auch von Vanish, aber wie gesagt, ich habe gedacht, ich kaufe mir lieber erstmal die günstigeren Alternativen. Ne? Und ebenfalls, das habe ich noch nie gehabt, da habe ich auch die günstigere Alternative gekauft, auch für Weißwäsche. Power Weiß, Oxy Power. Die teure Alternative kennt ihr, ne? Heißen die auch Vanish? Bin mir jetzt nicht sicher, wieso bin ich auf Vanish drauf? Das, bei mir heißt jetzt heute einfach alles Vanish. eigentlich habe ich das gekauft wegen den Nachdosierlöffel. Ihr werdet lachen, ne? Ich habe es einfach nur wegen den Dosierlöffel gebraucht und deswegen, jetzt sagt mir, dass da jetzt keins mit dabei ist. Da ist keins. Ich dachte, da wäre eins. Oh nein. Da ist keins. Ich dachte, da wäre eins. Mal liegt doch immer. Weil hier steht ein Dosierlöffel. Wo ist hier Dosierlöffel? Ist doch gar nicht mit dabei. Ich habe extra gelesen, ob der Dosierlöffel dabei ist. Oh, der ist nicht dabei. Ich wusste es. Naja. Naja, mal gucken, ob es trotzdem was Gutes ist für weiße Wäsche. Ach Mann. Jetzt muss ich doch das Originale kaufen. Nur wegen dem Dosierlöffel. Voll verrückt. Dann habe ich noch so Bio-Sauerkraut gekauft, eigentlich für die Hunde, falls die irgendwie was anstellen, wie zum Beispiel Knochen oder sowas essen, ne?
Mein Mann isst ja noch Fleisch, ich nicht. Es soll helfen, ne? Wenn jetzt die Hunde irgendwas essen, was sie nicht essen sollen, was Schnitte im Magen vielleicht verursachen könnte, sollte man das halt denen dazugeben und dann legt sich das um die Knochen herum und schiebt das halt mit raus. Ne? Und wir haben sowas halt immer als Notfall. Wir haben das auch schon an ein Kind gegeben, damit das durchgeht halt. Ne? Ja, und manchmal schmeckt das den Zahni voll gern, also der isst das ganz gerne. Und wenn es kurz vorm Ablaufen ist, esse ich das jetzt einfach. Es ist ja ein Jahr haltbar. Also von daher. Dann habe ich hier noch die letzten zwei Produkte aus der. Und zwar einmal von Venus Gillette Satin Care. Da gab es nämlich Punkte drauf, Payback-Punkte drauf. Und deswegen habe ich sie geholt. Das steht jetzt zwar für den Intimbereich, aber ich glaube, das geht für das ganze Körper halt. Ne? Und deswegen habe ich mir die geholt, weil eigentlich wegen den Punkten. Ich habe jetzt keine gebraucht, aber... Wegen den Punkten habe ich das jetzt geholt. Ich hoffe, die passen auch. Doch, die müssen passen. Ja. Die sollen ja auch sehr schonend sein, ne? Ich bin gespannt. Das läuft ja jetzt momentan auch in der Werbung, ne? Soweit ich das gesehen habe, mit Hautschutzelement. Ich bin gespannt. Und dann habe ich habe ja jetzt die neue Tasche von Emporio Armani. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, gerne reinschauen. Und in jeder Tasche liegt ein Lippenpflegemittel, irgendwas. Ich werfe das da rein, damit ich nicht immer von einer Tasche ins nächste Tasche tun muss. Werfe ich sie halt mit da rein. Und ich habe ja auch schon jetzt eins reingeworfen. Und zwar habe ich hier Be Natural. Da sind zwei Stück drin. Und ich habe das noch nie gehabt. Ich bin mal gespannt. Das ist halt mit Bienenwachs, ne? Und beim sprühen Lippen hilft irgendwie am besten Honig, ne? Also wenn die Lippen besonders gerade sprudel sind oder sowas, dann Honig drauf und damit schlafen gehen, ne? Und ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht, das hilft schon, ne? Aber es ist keine Dauerlösung, also man nimmt ja keinen Honig mit, ne? Und deswegen habe ich gedacht, ich probiere das mal aus. Das ist jetzt nicht vegan halt, ne? Aber ich dachte, ich probiere das jetzt aus. Ich habe das jetzt einfach mal mitgenommen, also mit Bienenwachs und Kokosnuss-Vanille. Bin mal gespannt. Ich habe jetzt Lippenstift drauf. Egal. Aber es fühlt sich eigentlich ganz toll an. Okay, ich werde berichten. Ich bin gespannt. War auch nicht gerade günstig. Ich glaube 2 Euro irgendwas. Keine Ahnung. So, das war's. Das war jetzt alles von DM. Jetzt zeige ich euch ein paar Produkte noch aus dem Rossmann. Weil eigentlich habe ich eine Umfrage bei Instagram gestartet. Empfehlungen eines neuen Wimpernserums. Ich benutze Wimpernserum von Revitalash und ich hatte auch M2 Beauté oder Beauty, ich glaube das heißt Beauté. Und ich wollte halt mal was Neues ausprobieren und was Günstiges, was aus dem Drogeriebereich halt, ne? Und da hat die Melanie von dem Kanal Meloflori geschrieben, dass von DM Lash Kokain für 30 Euro. Und ich habe bei DM gesucht und bei DM gab es nicht. Dann habe ich nachgefragt und die haben gesagt, das kann man online bestellen bei DM. Aber ich habe gegoogelt, das gibt es nämlich auch bei Rossmann. Und es gab es tatsächlich auch bei Rossmann und deswegen bin ich dann nach Rossmann gefahren. Eine Followerin hat auch geschrieben, dass es richtig, richtig gut sein soll. Und deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt haben jetzt einige gesagt, dass es wirklich gut ist von Svenja Wahlberg. Habe ich gedacht, ich probiere das mal aus. Meine günstige Alternative aus dem Drogeriebereich habe ich noch nicht gehabt. Ich hatte das von Dr. Masting, das war auch ganz gut für 50 Euro und das kostet jetzt 30 Euro. Ich bin gespannt. Overdose Eyelash Booster Long Longer von Svenja Wahlberg oder Wahlberg. Steht auch noch eine VIP Lashes for You, natürliche, attraktive und ausdrucksstarke Wimpern. Beauty Secret für deinen fesselnden Aufschlag mit Suchtgefahr und Lash Addict zur Erhaltung von langen, dichten Wimpern in einem perfekten Wimpernkranz. Joa, da ist auch eine WhatsApp-Nummer, ne? Beratung checkt für Beauty Junkies. Ich bin gespannt. Ich habe gedacht, ich vertraue einfach mal auf die Empfehlungen von denen, von euch und versuche das einfach mal. No risk for fun, weil das von Revitalash ist auch nicht schlecht, aber irgendwie verliert das seine Wirkung irgendwann. Das hört einfach irgendwann auf zu wirken. Ich glaube, ich habe das Ding jetzt ein Jahr gehabt und jetzt merke ich an meinen Wimpern, dass die irgendwie zurückgegangen sind. Die sind alle nicht gleich lang irgendwie und die Wimperntusche fällt mir schwer aufzutragen und
das Curlen ist auch nicht gut irgendwie. Deswegen habe ich gesagt, es wird Zeit für einen neuen Wimpernserum. Wie gesagt, Lash Kokain von Svenja Wahlberg oder Wahlberg. Made in Germany, ich denke Wahlberg, ne? Made in Germany, bin mal gespannt. Und weil ich schon mal bei Rossmann war, habe ich mir noch schnell zwei Masken geholt. Eine Maske zweimal geholt von Hydra, von Garnier Skin Active, die Hydra Bomb Maske für die Nacht. Ich mag die Maske sehr, sehr gerne. Ich benutze sie wirklich sehr gerne. Deswegen kaufe ich mir die immer wieder. Ich habe mir bei Rossmann richtig Zeit gelassen. Ich bin von Regal zu Regal geguckt und so ganz entspannt, ne? Und ich habe auch gehört, bei trockenen Lippen soll auch Brustwarzensalbe helfen. Und ich bin bei dieser Babyabteilung lang gegangen, ist mir das eingefallen. Und dann habe ich nachgeschaut, was es da gibt. Und dann habe ich mir die einfach gekauft. Ich glaube, das ist Rossmann eigene Marke, Baby Dream, Mamas Baby Dream halt, ne? Die habe ich jetzt einfach gekauft und mal gucken, ob es funktioniert. So als Nacktpflege würde ich sagen, wenn man dann zu Bett geht, dass man dann da drauf tut und dann schlafen geht. Soll helfen wegen mit Linalym. Deswegen soll das wohl helfen, habe ich jetzt mal gegoogelt. Linalin. Lenolin. Deswegen soll es helfen. Ja, mal gucken. Ja, und das Letzte. Ich bin ein bisschen crazy, was das betrifft. Ich kaufe, wenn ich was sehe, geschenkpapiermäßig oder sowas, was richtig cool aussieht, dann kaufe ich mir das einfach für die Zukunft. Und ich fand das Rot hier richtig schön. Weiß, Rot. Voll cool, mit Herzchen und auch matt, matter Band, also weiß und rot im Matt, dann mit Herzchen hier, mega cool, auch diese Schleifchen hier, ne, voll cool, dachte ich, okay, das nehme ich mit, 3 Euro, ja, und somit beende ich meinen Haul und ja, ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann gerne diesen Kanal abonnieren und schön fleißig kommentieren. Schreibt mir gerne, was ihr davon mal schon ausprobiert habt. Und wenn ihr auch so Highlight-Produkte aus dem Drogeriebereich habt. Nein, ich habe eine Sache vergessen. Beinahe habe ich noch eine Sache vergessen, und zwar das Allerwichtigste irgendwie auch. Eine neue Wimperntusche, die habe ich auch bei Rossmann gekauft. Ich habe gedacht, du kannst jetzt nicht mit einer Sache aus Rossmann gehen. Fliegen sind auch wieder da. Hallo. Habe ich sie gerade aus dem Auto noch rausgeholt, deswegen habe ich sie beinahe vergessen. Und zwar von Maybelline Lash Sensation Sky High Ultra Black ist es sogar. Und ja, alle sind davon irgendwie begeistert, vielleicht nicht von der, aber auf jeden Fall von der Sky High oder Lashes oder Sky Paradise oder sowas. Ich wollte mal wieder eine Mascara aus dem Drogeriebereich testen. Meine Mascara von Lancôme, die Eidon Mascara, die finde ich eigentlich voll gut, aber die trocknet immer so schnell aus. Die habe ich heute mit einem Föhn aufgewärmt, damit sie wieder flüssiger wird. Aber ich finde es irgendwie heftig. Für so viel Geld eigentlich, dass sie so schnell leer und trocken wird, ist total komisch. Ich weiß nicht, was da los ist, weil ich mag den Auftrag, ich mag das Bürstchen auch und so. Aber die wird halt eben schnell irgendwie, dafür, dass ich mich nicht so oft schminke, wird sie ziemlich schnell trocken, sage ich mal. Und dann ist der Auftrag nicht mehr so schön. Und wie gesagt, ich wollte halt eine mal wieder aus dem Drogeriebereich testen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche ihr im Drogeriebereich schön findet. Und dann gucke ich mal. Ich will einfach auch nicht so viel Schminke kaufen, weil ich einfach noch alles voll habe mit Bronzer, mit Wimperntuschen sogar teilweise. Ich nehme die von so eine goldene, ich glaube, die ist von Manhattan. Wenn ich so einen kurzen Tag habe oder nur in die Stadt muss oder sowas, keine Ahnung, die nehme ich einfach, um sie aufzubrauchen. Aber auch da habe ich so viele Produkte, 1000 Highlighter, 1000 Foundations, 1000 Lidschattenpaletten, die sich eigentlich wiederholen sogar. Deswegen habe ich kein großes Interesse an Schminke. Ich habe sogar auch sehr viele Puders und Puder Foundations mittlerweile auch. Das ist einfach viel zu viel. Ich will irgendwie irgendwas davon mal richtig aufbrauchen und dann erst das nächste Produkt testen. Das ist einfach heftig, die, keine Ahnung. Naja, ihr wisst, was ich meine. Also habe ich mich von denen entschieden. Keine Ahnung. Ich finde das Bürstchen voll cool, weil das so Plastikbürstchen sind. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Wimpern mega gut trennt. Deswegen habe ich gedacht, ich versuche mal die. Ja, und wie gesagt, da war eine Palette
von der Revolution, die war eigentlich nicht so schlecht. Mal gucken. Die habe ich auch ein bisschen geswatcht, aber ist schon weg. Ja, das war's. Und noch eine Packung Kaugummi auch für die neue Tasche geholt. Das war mein ganzer Drogerie-Haul, sage ich mal, eher gesagt. DM-Haul, Rossmann-Haul in einem. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr irgendwas von diesen Produkten bereits kennt und wie ihr sie findet. Oder eine neue Empfehlung von euch, wo ihr sagt, das Produkt ist der Hammer, das musst du ausprobieren. Unbedingt kaufen beim nächsten Mal. Und ja, ansonsten, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, gerne diesen Kanal abonnieren und ja, einen Daumen nach oben geben, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und bis dann.